Bei den korrekten Kniebeugen muss man schon auf ein paar Merkmale achten in der Ausführung. Wichtig ist gerader Rücken, Brust heraus, Kinn anziehen. Gesäß kann leicht nach hinten hinausgeschoben werden. Die Knie sollen nicht über die Zehen hinausgehen. Durch ein Wechseln dieser Hantelstangen, also durch ein nach hinten gehen, nimmt natürlich die Belastung kontinuierlich zu. Also mit jedem Holm, mit jeder Verbindung hier, die man weiter nach hinten geht, gibt es eine höhere Belastung bei den Kniebeugen.